Wisst ihr, was echt ein bisschen schade ist, dass wir Kabul erobert haben? Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen bizarr, aber als Stadtstaat wäre das ein verdammt wertvoller Stadtstaat gewesen. Der gibt nämlich als Suzerainbonus den doppelten Bonus, die doppelte Erzeugung von Erfahrungspunkten für Einheiten, wenn sie bei Kämpfen, die sie selber begonnen haben. Dann bekommen die doppelt so viele Erfahrungspunkte. Die eigenen Einheiten wohlgemerkt, nicht die von Kabul. Das ist schon eine verflixt gute Sache. Kabul, ein Stadtstaat, den die Japaner erobert haben und den wir den Japanern wiederum weggenommen haben. Folge ist leider, dass wir jetzt die Kabulaner, die Einwohner von Kabul, nicht wieder in die Freiheit entlassen können. Ich sehe zumindest keinen Button. Falls ihr einen dafür entdeckt habt, ich finde ihn nicht, weist mich bitte darauf hin. Vorteil, dass es ein ehemaliger Stadtstaat ist, die Produktion ist jetzt noch, während der Krieg läuft gegen die Japaner, ziemlich hoch. Das heißt, es gibt ja keinen Widerstand der Bevölkerung in Kabul. Wir können ja sofort plus 22 an Produktion gewinnen und die Stadt zügig nutzen. Das ist eine coole Geschichte. Unsere Handwerker damit beschäftigt, hier fleißig alles zu reparieren. Da ist noch ein Handwerker. Schön alles reparieren, sehr fleißig. Kostet keine Aktionspunkte. Gute Sache. Dann ziehen wir von Shizuoka, der japanischen Stadt, die wir erobert haben, mal mit dem Belagerungsturm, natürlich nicht ganz alleine, Richtung Norden. Ja, das sieht aber schon recht vielversprechend aus. Und mit dem Armbrustschützen bis hinterher. Dann haben wir hier noch einen Conquistador mit einem Missionar. Die beiden Herrschaften schicken wir von hier in dorthin. Dann geht es natürlich hier noch rüber. Belagerungsturm. Haben wir genug von haben. Zwei Herrschaften, die von links kommen. Zwei, die von rechts kommen. Gleich geht es weiter Richtung Tokio. Da können wir ruhig auf der rechten Seite bleiben. Mit dem geht es hier hin. Und hier bilden wir eine kleine Schlange. Armbrustschütze rein nach Kabul. Und erstmal drin bleiben. So, dann haben wir noch einen Missionar hier. Der sollte Silverado und auch Vinland missionieren. Ich fange mal mit hier oben an. Der hat kaum noch Bewegungspunkte, nur noch ein bisschen mit dem Speer. Römischen Karawelle hier direkt in die Flinte gelaufen, so ein Mist. Dann schicken wir, wo haben wir denn unsere Fregatte? Die schicken wir daher. Ach, keine Bewegungspunkte mehr. Tja, können wir mit dem nur hoffen, dass wir gleich nicht untergehen. Mit den Römern haben wir ja Krieg. Das heißt für mich allerdings, ich gehe mal einfach mit dem hier an Land. Da kann es die Karawelle, das ist ja ein Nahkampfschiff, nicht erwischen. Selbiges. Und hier haben wir jetzt eine Karawelle. Ein Erkundungsschiff. Ein weiterer Stadtstaat. Buenos Aires. Die haben eine Quest für uns. Eine Eingebung für die Naturgeschichte auslösen. Und das ist der Repräsentant von Buenos Aires. Die schicken keine Scouts, sondern Katapulte durch die Gegend. Beeinflusst von
Rom und Sumerien, die balgen sich um den Suzerän-Status. Hier ist Buenos Aires. Der Suzerän-Bonus wäre... Oh, Bonusressourcen falten sich wie Luxusgüter, bieten eine Annehmlichkeit pro Bonusressourcentyp. Das hätte ich gerne. Wow, tolle Sachen. Gerade für große Reiche. Mit vielen, vielen Einwohnern und wenig Luxusgütern. Das hier sind die, nochmal die Azteken. Gut, dass wir mit denen keinen Krieg haben. Wie dicht die sich gegenüberliegen. Die Azteken und die Römer kuscheln sich hier in der Fremde aneinander. Ob die sich immer so gut verstehen, ich weiß es nicht. Für eine Nachricht. Frankreich hat mit einem Schwertkämpfer einen feindlichen Tempel geplündert. Darüber würde ich mich ärgern, dass wir so zugespammt werden. Der Dampfmaschine mehr als die Dampfmaschine der Wissenschaft. Darüber würde ich mich ärgern werden, würde ich nicht davon ausgehen, dass Firaxis die Entwickler weiterhin an Patches, an Updates arbeiten. Und da haben sich so viele Leute schon drüber aufgeregt, über diese Mini-Nachrichten ohne jeglichen großen Wert, mit denen wir zugespammt werden, dass ich doch sehr, sehr optimistisch bin, dass das bei einem der nächsten Updates aus dem Weg geräumt wird. Kohle können wir jetzt entdecken und Panzerschiffe bauen, wenn wir über Kohle verfügen. Mächtige Marine-Nahkampfeinheit. Man darf den Glauben an die Menschheit nicht verlieren. Die Menschheit ist wie ein Ozean. Wenn ein paar Tropfen des Ozeans schmutzig sind, ist nicht gleich der ganze Ozean verschmutzt. Parallel dazu bekommen wir nicht nur die weisen Worte von Mahatma Gandhi, sondern auch den Humanismus als zusätzliche neue kulturelle Errungenschaft. Zwei neue Karten, Fresken, zwei große Künstlerpunkte pro Runde, Erfindungsgeist, zwei große Ingenieurspunkte pro Runde und das können wir bauen, archäologische Museen. Würden wir auf Kultursieg gehen, um Artefakte zu enthalten, machen wir alles nicht. Kunstmuseum machen wir alles auch nicht. Frage an euch, würde euch das für ein zukünftiges Let's Play eigentlich interessieren, mal einen Kultursieg anzustreben? Ich hatte ja schon ein Let's Play mit dem Militärsieg, mit einem normalen Herrschaftssieg, das war das erste Let's Play, mit Civ 6 noch zu Preview-Zeiten, dann kam die Mission Mars, der Wettkampf, der Wettlauf mit Piero Parker, wer als erstes den Wissenschaftssieg erringt, jetzt machen wir gerade den Religionssieg. Hättet ihr da Lust zu, dass wir dann als nächstes mal Kultur und Tourismus ansteuern und dass euer WB mal ganz, ganz friedlich spielt, deine Patschhändchen friedlich im Schoß verschränkt und versucht durch Kultur die Welt so sehr zu beeindrucken, dass sie sich im Staub vor ihm niederkniet und ruft: Halleluja, gepriesen sei dieser Let's Player. Humanismus. Und wir werden als erstes eine neue Forschung wählen. Machen wir auch gerne. Und schauen mal, welche Boni wir hier haben. Sanitäter können wir dann produzieren. Zum besseren Heilen, Kanalisationen bauen, wäre auch nicht schlecht. Dauert eine Weile. Achso, Wissenschaftstheorie, dafür brauchen wir die Aufklärungsausrichtung. Deshalb erforschen wir die im Augenblick auch. Aber genau, die ist schon automatisch, die hatte ich voreingestellt, weil ich mir diesen Bonus holen wollte, um dann diese Technologie ja früher zu bekommen. Das heißt aber wiederum für uns, dass wir jetzt noch abwarten und erstmal was anderes machen. Zum Beispiel... Was könnten wir machen? Bohren in nur einer Runde. Voraussetzung für die Belagerungstaktiken und das wiederum Voraussetzung für die Militärwissenschaft mit der Kavallerie. Und das wieder Voraussetzung für den Drall und das wieder bla 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 bla. Also früher oder später brauchen wir das gewiss. Elektrizität. Haben wir schon den Bonus Unterseeboote. Kraftwerke, das ist gut. Das ist cool, das ist cool, das hätte ich gerne. Bringt uns nämlich die Möglichkeit, dass hier unsere
eines Industriegebiet, wo wir schon eine Fabrik gebaut haben, dass wir da noch ein Kraftwerk draufsetzen können. Das will ich. Wir bauen hier im Augenblick ein Kraftwerk. Wo? In? Ja, in Medina. Mit den 11 Runden. Wenn die Elektrizität in 9 fertig ist, können wir als nächstes dann das Kraftwerk einstellen. Und das wird dann, hier entsteht das Industriegebiet, von hier aus in einem Umkreis von mindestens 6 Feldern alle Städte boosten. Das ist gut. Wer greift uns an? Vilnius. Oh, das war mein durchschlagender Erfolg. Bleibt noch ein kleiner Rest übrig. Frieden schließen, Japan wird es möglich sein in 8 Runden. Wenn wir wohl oder übel unseren Herrn Conquistador nutzen, um die Reste aufzuwischen. Guter Mann. Guter Trupp. Hat ihn. Also Aquädukt brauchen wir früher oder später eh. Das ist klar. Erstmal, damit ich das nicht vergesse, bei den Regierungsformen, das mit den Handwerkern können wir, glaube ich, rausnehmen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die Karte, dass wir da plus 2 Aktionen bei jedem neuen Handwerker haben, wird nirgendwo mehr ein Handwerker produziert. Und das sehe ich auch richtig so. Das heißt, Politik ändern, Handwerkerkarte raus, 50% Nachlass auf alle Einheitenverbesserungen. Rein. Nächste Gesandte. Bald. Ja, da wäre natürlich auch Diplomatenliga eine coole Geschichte. Der erste Gesandte, den man zu jedem Stadtstaat schickt, zählt als 2. Aber wir gehen mal auf den Nachlass auf alle Einheitenverbesserungen, weil ich dann nämlich... meine Ambroschützen aufleveln kann. Zu Feldkanonen. 115 Gold. Hier ist noch eine. Das machen wir gleich. Hier ist noch ein Ambroschütze. Ausrichtung verbrannte Erde hat einen Boost, weil er so viele Feld. Kanonen haben. Wo sind weitere Armbrustschützen? Hier einer, der ist unterwegs. Schauen, wo wir noch. Wie viele wir jetzt noch haben von denen? 2. Das ist der andere. Mit diesem Upgrade warten wir einen Moment. Wir ziehen jetzt nämlich vor mit dem Conquistadoren. Und mit dem Missionar hierhin. Ziehen eins weiter. Greifen noch nicht an. Der Belagerungsturm. Geht eine Eskorte mit dem Missionar. Eins vor. Missionar hierhin. Eskorte bilden. Eins vorziehen. Dann nehmen wir noch. Er kann noch angreifen. Massiver Schaden. Noch ein Belagerungsturm. Conquistador Missionar hinterher. Belagerungsturm. Eskorte bilden.
dem Armbrustschützen geht es. Hierhin. Feldkanone. Mit dem Conquistador geht es dorthin. Der Inquisitor setzt mal eine Runde aus. Conquistador, Missionar. Warte ich erstmal ab. Mit dem geht es hier eins runter. Reparieren. Reparieren. Alles repariert rund um Kabul. Sind halt sehr ordnungsliebend, wir Spanier. Produktion wählen in Latin. Da war ich doch schon mal. Also Aquädukt geht nur auf zwei Feldern. Da und dort. Frage ist, wollen wir überhaupt, dass die Stadt größer und größer wird, weil die ist nicht so unglaublich produktiv. Das kann man ja echt nicht nachsagen. Oh, hier vorne, Fischressource noch nicht angeschlossen. Wollen wir uns mal den Handwerker schnappen. Und darüber ziehen. Dann, wie viele Bezirke sind hier schon gebaut? Drei von vier möglichen. Riesiger Nahrungsüberschuss. Industriegebiet bauen hier ganz am Rand. Weiß nicht, glaube ich. Muss nicht sein. Weltwunder. Großer Leuchtturm. Mehr Fortbewegung für alle Marineeinheiten. Brauchen wir nicht zwingend. Koloss wäre eine coole Geschichte. Plus eins Handelswegkapazität. Ich dachte, der wird schon gebaut von uns. Da fantasiere ich nur. Aquädukt, ja, oder wir verzichten auf den Riesenausbau, lassen das Aquädukt weg und könnten hier zum Beispiel viele Missionen bauen. Wir könnten den zum Beispiel benutzen, um hier viele Missionen zu bauen. Das wäre auch eine Möglichkeit, obwohl die boosten sich ja sehr stark. Wir könnten auch eine Siedlerschleuder daraus machen, falls wir viele Städte bauen wollen. Wo haben wir den Hafen? Der ist hier. Das heißt, nur hier. Handel. Also ein Handelsgebiet macht Sinn neben einem Hafen und oder einem Fluss. Aber die wenigen Produktionsfelder, hier Wald und so, die möchte ich nicht benutzen. Das wäre irgendwie schade hier daneben. Händler ist immer gut. Ihr wisst warum. Viele Händler. Viel Produktion, viel Nahrung, Gold, was auch immer. Könnten eine Schiffswerft bauen. Da hätten wir nämlich die Möglichkeit, auch hier an der Ostküste mal richtig Schiffe zu bauen und nicht nur im Westen. Die brauchen wir mutmaßlich. Gegenüber den Römern. Die Frage ist nur, wird das hier mehr jemals eine starke Produktionsstadt werden? Nicht zwingend, aber vielleicht dann, wenn wir hier zum Beispiel ein Sägewerk hinsetzen. Da oben hin. Können uns auch hier die Produktion holen aus der Nachbarschaft. Können auch mehr Handel treiben und dadurch Produktion hier reinholen. Es gibt schon eine gewisse Chance. Machen wir mal die Schiffswerft. Ohne Gebirge ist Campus nicht so attraktiv. Wassermühle, Reis- und Weizenvorkommen gibt es ja keine. Na, wir machen das mit der Schiffswerft. Hier entsteht sie jetzt. Und in Kabul. Mauer brauchen wir nicht zwingend. Produktion ist schön hoch hier. Aquädukt. Ja, hier ist viel ausgebaut. Kann man schon mal machen. Aber auch hier gibt es nicht viel, was man, wozu die Stadt nützlich wäre.
man auch erstmal lassen. Ich baue erstmal ein Stadtzentrum. Dem bleibe ich erstmal. Ja, ich lasse mal ein bisschen was an Truppen zurück hier. Ich will die Ostfront Richtung Engländern und Franzosen nicht komplett entblößen. Und den Krieger hier, den wollten wir nach Athen schicken. Genau. Und den hier schicken wir rüber nach Kairo, um eventuelle religiöse Einheiten hier abzuwehren. Und mit dem können wir ein Sägewerk bauen. Machen wir auch. Den Missionar schicken wir Richtung Westen. Auf dem Kontinent hier, das sind jede Menge Städte, die mutmaßlich religiös noch völlig unbeleckt sind. Wer weiß, dass wir hier alles Gutes machen könnten. Wir könnten versuchen, den Buddhismus hier zu verbreiten. Denn wenn nicht nur die eigenen Städte, auch hier jede Menge. Oh ja, das machen wir. Das heißt, wir wollen gleich in Valencia noch einen weiteren Missionar errichten. Sägewerk. Und mit der Fregatte geht es Richtung Westen. Da war doch irgendwo ein Feind in Sicht. Küste entlang, Krabbenressourcen angeschlossen, mehr Wohnraum dadurch auch. Unser Scout. Nicht in gefährlicher Nähe gewesen, der da oben. Oh, ihr hört auch gleich schon die Möglichkeit auf, weiter vorzurücken. Ah, hier kommen wir nicht durch. Das sind die Sumerer. Vielleicht können wir ja offene Grenzen mit denen vereinbaren. Ja, der sieht auch so aus, als ob man mit ihm gut Abkommen treffen könnte. Können keine offenen Grenzen vereinbaren, mutmaßlich, weil wir keine Botschaft haben, denke ich mal. Oder? Vielleicht sind auch unsere Beziehungen einfach nicht gut genug. Boah, so viele Städte auf unserer Seite. So viele Städte bei dem. Vergesst das. Und raus. Mit dem hier. Hier hin. Immer die Küste entlang. Versuchen, irgendwas hier zu erhaschen, an neuem Wissen über die Welt, wie sie beschaffen ist, wie sie aussieht, wo unsere Grenzen sind. Haben wir Spanier überhaupt Grenzen für unsere Entwicklung? Oder ist die Welt grenzenlos für uns? Für unseren Fortschrittsgeist, für unseren Versuch, alles zu entdecken, was es auf dem Erdenrund gibt, und dann, wenn wir einmal drumherum gelaufen oder geschippert sind um die Kugel, dann wollen wir den Weg vielleicht nochmal antreten und nochmal. Ist unser Weg begrenzt, der uns an die Spitze führt, der Nationen, der Völker hier in dieser Spielwelt?
Vor allem ist der Weg begrenzt, wenn wir an unser himmlisches Heil denken, an den heiligen Buddhismus und unseren Wunsch, im Diesseits alle Menschen davon zu bekehren, dass der wahre Weg in das Jenseits nur über den heiligen Bullen führen kann. Preise den heiligen Bullen, ich kann es immer wieder nur wiederholen. Preise den heiligen Bullen. Halleluja.